Jo Bratkos, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video! Heute eine Döner-Tour durch New York. Ich bin so gespannt, was es dort für Döner gibt. Let's go! Bevor das Video auf jeden Fall beginnt, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen für den Algorithmus. Ja! Ostern und John Broke in New York, Digga. Das kann ich nicht werden. Meine Damen und Herren, willkommen in New York, willkommen in Amerika, willkommen im Video. Willkommen zum schlechten Wetter. Wir drehen heute eine Döner-Tour durch New York. Das Wetter spielt leider nicht mit. Egal, wir machen trotzdem das Beste draus. Sieht das nicht aus wie in den Film, Alter? What the fuck, Bro? Also New York ist wirklich andere Hase. Ja, und andere Hase teuer, oder? Na, mal schauen. Ich bin gespannt, was dein Döner kostet, Alter. Wir wollten eigentlich die Tour hier starten bei Halal Guys. Ist sehr, sehr berühmt hier in New York. Bruder, der Mann fliegt fast weg mit seinem Ringschirm. Aber Bro, guck dich das Wetter an, Bruder. Es regnet, es ist windig. Deswegen gehen wir in einen Store von denen. Hello, Bro, assalamu alaikum. Oha, Alter, wie kacke. Wie es regnet, da regnet es einfach rein. Ohne Spieß, ohne nichts. Der hat das Fleisch schon breit. Und ein bisschen Reis dazu, glaube ich. Ohne Spieß? Schon einfach vorgeschnitten. Irgendwie hat es nicht den Flavor von Dönerladen. Es riecht so unglaublich lecker, ich bestell mir das trotzdem ein. I take the sandwich with the rice in it. With the rice in it? Yeah. Sieht geil aus, Alter. Eine sehr, sehr interessante Kombi. Schade, dass er nicht gefilmt hat, wie die das zubereitet haben. Das sieht geil aus. Whiz on the line. John the fucking broke. Boah, ich bin heute extrem müde, Mann. Sorry an der Stelle. And Whiz on the line. Tommy G. So ist die Kamera. Guys? Look, bro. Oh, man. Ooh. We got onions, Zwiebeln, Hähnchenfleisch and rice. Reis? Reis, John. Reis? Okay. Wait. Did you put hot sauce? Ja, Hot sauce. And you got the hot sauce. Die scharfe Soße noch. Die scharfe Soße ist so sehr, sehr berühmt da. Bismillah. Ist das ein Dürüm oder ein Döner? Was soll das sein, Digga? Boah, sieht gut aus, Mann. Das schmeckt nach Regenwasser. Ach nö. You like it, John? Ja. How's the flavor? It's different, right? It's different. It's very different. It's not like in Turkey or Germany. Es hat was, es zergeht auf jeden Fall. Boah, die scharfe Soße ballert auf jeden Fall, Bruder. Look at this, man. So much flavor, right? So, jetzt habe ich viel vom Fleisch abbekommen. Ey, das Fleisch ist sehr gut. I like this rice, man. What the fuck? Aber wie gesagt, es hat irgendwie für mich nicht diesen typischen Döner-Vibe, Digga. Einfach, du hast keinen Spieß. I like New York. So, if this was in Germany, how much would you rate it? And for New York standards, how much would you rate it? Germany, a good 8. Okay, krass, eine 8. Ja, geh ich mit. Wir besuchen den zweiten Laden unserer Tour. Here we out here, baby, he jumped. Don't worry about it. Digga, was ist los mit denen, Alter? Er fängt einfach an zu rappen. So love, New York, New York. Hä, Tupac? Baby, New York. They say this is a big rich town. Yeah. Wallah, was ein Ehrenmann. Istanbul Bay, let's go. Abi, how are you? Hey, how are you? Türkiye'den. Türkiye'den? Hangi şehir? İskenderun. Dönerin Anamasa. Oh. Okay, da sind die Dönerspieße, die drehen sich, weiß ich nicht, sieht jetzt nicht so krass appetitlich aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, also okay, kann das schmecken heute. Mal gucken, ob die Türken geschafft haben, den türkischen Geschmack in New York zu etablieren. Guck mal, die haben das geile Brot, so Baguette, türkisch Baguette-mäßig. Okay, geil. Ihr wisst, wie es supporten, nur sucht ihr, aber in New York habe ich einen Tipp für euch. Amerika. Canada Dry, Ginger Ale. Canada Goose. Krass, hat viel, viel weniger Kalorien als die Originale. Ginger Ale, geil, aber die Marke kenne ich nicht. Sprite schmeckt viel besser. Ein Döner kostet... So eine Sprite, Digga. ...kostet 13,45 Euro. Chicken Döner kostet 13,95 Euro. Jan war... Oha, Bruder. Was? Nochmal Preise. Ein Döner kostet 13,45 Euro. 13,95 Euro. Oha, Bruder. Teuer. Teuer. Aber New York... Ja. Chicken Döner kostet 13,95. Jan, was sagst du zu den Spießen, Bruder? Die Spieße sehen okay aus. Also, ich will jetzt nicht den Abend vor dem Tag loben, aber wir warten einfach mal ab. ich finde sie auch nicht so geil. Ja, wir warten einfach mal ab. Als Salat haben die ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Petersilie, Eisbergmäßig, Tomaten. Es gibt sogar Udon, Alter. Oh mein Gott, Bruder. Krass. Unser erster Döner habe ich gemacht. Soßen kommen rein, Knoblauchsoße und ein bisschen Tomaten. Ich fühle das wirklich schon. Tomatensoße. Warum essen die denn nur Chicken Döner? Sehr, sehr special, glaube ich, ne? Der Ehrenbruder Serkan, er macht uns einen miesen Döner. Stark. Oh mein Gott.
Okay, da ist auch Kalb, Rind, was auch immer. Bruder, der hat einfach eine Scheibe Döner komplett aufs Brot gelegt. Wie viel Drip hatte das? Tomatessoße? Der ist es doch, ja. John? Das ist einfach wirklich ein E-Scanner auf im Döner sozusagen, oder? Wegen der Tomatensoße mäßig. Was sagst du, Brudi? Ich sage, dass wir gerade einen Thumbnail im Regen gemacht haben und dass der Döner nass wurde. Ach nö. Die Sache ist, ich habe noch nie, glaube ich, Iskender probiert. Und deshalb möchte ich eine miese Iskender-Tour durch Berlin machen. Denn da, wo ich finde, dass bis jetzt der beste Döner in Berlin ist, soll es richtig krasse Iskender geben und generell in Berlin auch. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall die Likes da. Dann mach ich Bescheid. Mit amerikanischen Regentropfen. Dein Bruder hat's auf jeden Fall drauf. Wallah, er schmeckt krass. Ich hab mit allem gerechnet, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass wir so einen guten Döner in New York finden, Alter. Ihr müsst euch vorstellen, der Bruder ist aus der Türkei hergekommen, um diesen Döner hier zu verkaufen. Und ich sag dir ehrlich, Bro, er schmeckt sehr gut. Nice, geil. Boah, überraschend, oder? Sehr fleischig. Sehr, sehr fleischig. Ich glaube, er hat noch ein bisschen mehr reingemacht als sonst. So mäßig, ja. Das Brot ist perfekt. Das Brot ist krass. Über das Brot habe ich gar nicht geredet. Das Brot ist krass. Und mit dem Fleisch wird in der Kombination. Boah. Boah, ist das eine 10? Ich kann gar nicht. Boah, einfach, er gibt einfach 10. Einfach 10. Immer aufhören, das schmeckt geil. Ist auch fett, Jan. Dem Hähnchendöner. Also, ich sagte so, sieht clean aus. Sieht clean aus, ja. Hat jemand Bauchschmerzen bestellt? Nee. Ist da jetzt wirklich, ist da jetzt Tomatensauce drin, ja oder nein, Digga? Hab ich's behindert, hab ich's falsch gesehen? Was hat er denn da reingetippt? Gibt jetzt. Getippt. Okay, 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 der Blick ist sehr kritisch. Ich deute aus dem Blick, dass der andere Döner besser war. Aber kennst du das, wenn zu viel Hähnchengeschmack kommt? Ja. Zu viel so aus dem Nest noch so, das Hähnchen aus dem Nest. So einen Geschmack hab ich gerade im Mund, Bruder. Schmeckt gut. Ich weiß, was du meinst, aber. Aber es geht als guter Hähnchendöner durch. Wir probieren den Original Uruda aus der Türkei. Wow, Bruder. Der ballert ja anders, Alter. Ich habe das lange nicht mehr getrunken. 10 von 10. Schau's aus. Ey, Mama. Gönnisch bitte, inshallah. Bye, bye. Tommy. Okay, also, den Chicken-Döner haben sie nicht so gefeiert, aber... Ja, im Brot sah es gar nicht mal so schlecht aus, wie die Spieße am Anfang gedacht, ja. I got you some baklava, bro. Also hättest du so einen Spieß in Berlin gesehen, würde ich nicht wissen, ob ich da stehen bleiben würde und ihn essen würde. Ja, aber ja, nur einfach mal probieren. Let's do this, buddy. As a Turkish baklava expert. Adana'nın genç çocuğu Tommy. Adana. Bismillah. It's flaky. Çıtır çıtır. Bro. Hold on, hold on. Stay quiet. You're gonna hear it. John, willst du auch einen? Ja, klar. Schau, was er drauf hat. Hey, denn den Gen-Chu-Chu, oh, boah, der war crunchy. An alle meine Duisburger da draußen. Es hat Duisburg-Vibes. Die, die wissen, die wissen. Grüße an Duisburg 47 auf jeden Fall an dieser Stelle. Krank. Duisburg für Baklava bekannt? Schade, dass es auf jeden Fall dort regnet. Ich glaube, es wäre so ein geiler Vibe auch fürs Video, wenn einfach geiles Wetter wäre. Junge, einfach New York oder Essen, so ein Ding ist das. Wünsche ich mir auch irgendwann mal, habe ich so Bock drauf. But we're not doing any favors. If he sucks, he sucks. Okay, let's go. New York, we gotta talk the truth. Memo, shish, Memo. Mit einem O. Nur mit einem. Are you Spanish? That's cool, bro. How are you? Good, good. He speaks Turkish though, right? Warum Türkçe? Okay, die Spieße, ja, ja. Die haben alle irgendwie so, da, so eine Form anscheinend. Hey! Was? Çok az Türkçe. Que pasa? Einfach ein türkisch sprechender Spanier, geil, Digga, fühle ich. Ey, wie cool ist das, Bruder? Die haben türkische Getränke hier, ne? Guck mal, die haben hier auch Uruda, die haben diese türkischen Eistees und sowas. Richtig geile Sachen. Digga, die haben sogar Niedergas oder so. Ich fühle das zu 100%. Aydan. Und was sehr, sehr wichtig ist, Goflet Chocolata. Bro, this is so famous in Turkey, you know? Oh, my Spanish brothers ready. Ready, ready. Muchas. Lammfleisch. Ah, Lammfleisch, okay. Und dann haben wir auch Lammfleisch gegessen.
Und das hier sieht viel, viel besser aus als in London, Alter. Ich weiß gar nicht, wieso ich das alles hier so ein bisschen unterschätze. Oder wir sind in New York. Ich glaube, ich habe noch nie einen puren Lammspießdöner gegessen. Es war immer, bei Imre ist, glaube ich, oben nur Lammfett drauf. Und bei El Donyassi ist halt 20% Lamm drin. Aber einen puren Lammfleischspießdöner, wenn ihr wüsst, wo es gibt in Berlin, wenn es einen gibt, dann würde ich ihn gerne mal probieren. Alter, das ist die Weltmetropole. Hier muss es alles geben. Oh, look at this. Dieser Reis sieht sehr, sehr smooth aus. Tommy, let's go, man. Try it. Und der Fusula Bashi, oder? Yeah. Oder das vorne auch nicht? Ja. Oh, wow. Warum essen die jetzt einen Döner-Teller? It's good. It's really good. Oh. Was passiert hier? Another chicken. And now chicken with rice is the combinations of the combinations, my brother. That's crazy. Ihr werdet mir nicht glauben. Aber dieser Einer schmeckt krass, Bruder. Was ist das für ein Laden, Alter? Es wird Zeit für einen Nachtisch. Wir essen den berühmten New York Cheesecake. Juniors. Ja, war wieder ein bisschen wenig Bewertung, ja? Und die haben einfach Döner-Teller gegessen anstatt Döner. Mal gucken, wie der Döner aussieht. Soll sehr, sehr berühmt sein dafür. So stelle ich mir einen typisch amerikanischen Laden vor. Sag es immer bei Osan und Jan, die versuchen halt immer unter 10 Minuten so zu bleiben im Schnitt, damit halt alles schnell gecuttet wird. Aber so kleine Kritik an euch, Bres, ihr macht geile Videos und alles richtig unterhaltsam. Ich weiß, wenn man schneller schneidet und so, kommt immer cooler und man will immer mehr sehen. Aber ich finde gerade bei Essensvideos so und bei Dönertouren und so, da ein bisschen mehr drauf eingehen, wie er schmeckt und da ein bisschen geilere Bewertung geben. Aber jeder hat ja seinen Stil. Happy Birthday! Probier mal dieses amerikanische miese Wasserjam. Wie schmeckt es? Schmeckt amerikanisch. Alles klar, Digga. But cheesecakes are ready, thank you. Oh mein Gott, Digga, er hat mich so mies angezwinkert, Mann. Das hat mir Angst gemacht. Oh man, look how cute this is. Oh. Ey, Johnny Boy, Alter. Was geht denn hier ab? Tschüss, Digga. Was denn? Wieso denn Johnny Boy? Er muss schmecken, Bruder. Cheesecake kommt aus New York. Wallabilla, ein böser Mann am Cheesecake essen. Ein netter Mann. Konsistenz oben hart. Guck mal, man sagt so, er muss schmecken, weil er aus New York kommt. New York Cheesecake. Aber guck mal, man sagt ja auch, Döner kommt aus Berlin sozusagen. Und hier schmeckt auch nicht jeder Döner, weißt du, was ich meine? Man muss halt die Spots kennen auf jeden Fall. Mal gucken, was er kann. Was kann der Cheesecake? Oh, in extrem creamy. Oh mein Gott. Ich kann es jetzt schon sagen, das ist der beste Cheesecake, den ich je gegessen habe, oder? Unterschreibe ich. 10 von 10, ganz klar. Meine Damen und Herren, willkommen zum Ende von diesem geilen, geilen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Wir sind sehr satt geworden. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr nächste Woche eine Döner-Tour aus Miami sehen wollt, dann gebt dem Video gerne... Oho, Miami! Ja, wollen wir sehen. Noch rum. Abonniert den Kanal. Würde uns sehr, sehr freuen. Geil! Auf jeden Fall nice, die Bres sind gerade in Amerika, Digga, richtig geil, viel Spaß da. Vielleicht sind wir irgendwann auch mal in Amerika, dann haben wir auch mal ein paar geile Foodtouren und Vlogs, habe ich richtig Bock drauf. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, lasst ein Like und ein Abo da und ich bin drauf. Puschikuritz.